Und jetzt geht es gleich nahtlos weiter mit dem ukrainisch-deutschen Kulturzentrum Sitsch, das ja an unserem Haus im Bertha-Klingberg-Haus seinen Sitz hat. Seit 2021 sind wir dort schon zusammen unter einem Dach. Wir unternehmen viele Konzerte, viele Kulturnachmittage gemeinsam und es ist eine wirklich gute Zusammenarbeit und da kann ich Ihnen heute also Gesang und Tanz ankündigen. Erstes werden wir die Vokalgruppe, die Kindervokalgruppe von Irina Kirsanova erleben. Sie wird uns zwei Lieder singen, ein Lied auf Deutsch. Auch da sehen wir, die Kinder haben inzwischen alle die deutsche Sprache gelernt. Das erste Lied heißt Aufstehen und das zweite Lied ist ein ukrainisches Lied. Aufstehen, aufeinander zu gehen und was nicht erfüllen.
Das war die Tanzgruppe Rhythmus vom ukrainisch-deutschen Kulturzentrum Sitsch. Die besteht ja schon seit einigen Jahren und ist immer größer geworden. Aber jetzt ist noch eine ganz neue Tanzgruppe hinzugekommen, das Tanzstudio Dance Smaragd. Let's go like this.